Herzlich willkommen zur 29. Ausgabe der Formel 1 News zur Analyse vom Training 1 und Training 2 von Kanada. Mit dabei, der immer noch nicht seinen Tom. neuen Computer hat, der Tobi oder auch Möchchen genannt. Hallo. So, Thema schon Ja, und heute genannt. das erste Mal die F1-News in Full HD. Wow, das Bild ist etwas schärfer. Oh Mann. Thema, erstes Training und zweites Training. Ich hätte noch 10.000 andere Themen, aber egal. Will ja keine Themen haben. Du kannst ja mal anfangen mit dem ersten Training. Das hast du ja ein bisschen gesehen. Bisschen. Vielleicht die erste Kurve und dann ausgeschalten. Also auch Nämlich gar da muss nicht. ich erstmal alles öffnen. Das kann ja lange dauern. Ich habe einen Also. geilen Laptop dran, ne? Und ich hoffe, dass ihr nicht mein Internet abkackt. Das hoffe ich Du hast auch, das mal sagen weil. müssen, wo ist denn die Streckenvorstellung, mein Herr? Ach, die kommt noch, keine Panik. Ich mache jetzt erstmal hier Training fertig, dann kommt Streckenvorstellung, damit Aber ich weiter eigentlich braucht man die ja nicht. Die haben sie ja bei Sport 1 haben sie ja auch gezeigt. Also, da haben sie auch mache. F1 2012 gezeigt. Oh, die Runde war scheiße. So, Ja, musst du das sagen. erstes Training. Also ja, könnt man Ich, mal reingehen. bist du, So. bis du geöffnet hast, sage ich mal ganz kurz das Ich hab's Klassement. geöffnet. Ja, super, dann kannst du es machen. Also, gewonnen hat. Oh, Entschuldigung, ein unverdienter. Okay, ein unverdienter. Paul Resta hat gewonnen. Kevin okay, 1:21. Ja, es regnet wie bei Hempels unterm Dach. Das hat überhaupt keinen Sinn. Aber egal. Ja, dahinter kam ein Jensen Button, Push-Button. Dann Romain Grosjean. Fernando Alonso auf der vierten, Kimi Räikkönen sechster, ein Daniel Ricciardo und Toro Rosso, der Nico Rosberg, achter Sergio Perez, dann kamen erst die beiden Red Bull, Sebastian Vettel und Mark Webber, und der Rest, oh, ist uninteressant, außer, wen haben wir denn da? Alexander Rossi. Testfahrer für KTM, neuer Liebling von mir. Aber Guido ist immer noch Platz 1. Der Guido. Auf der 18. Kagido, egal. Ja. Guido van der Garde. Kurz zum Verlauf vom ersten Training. Hat geregnet. Hat geregnet. Ich habe gehört, dann kamen sie irgendwann nochmal trockene 15 Grad Bedingungen. Streckentemperatur. Naja, da kann man ja das erste Training ja mal richtig vernachlässigen, wenn es im Qualifying nicht regnen sollte. Aber die Doch. Wettervorhersage ist Regen. China Korb. So, warum stehen noch keine Regen. Ergebnisse vom zweiten Training? Hallo? Das Ergebnis ist doch schon längst fertig. Ich will das lassen. Boah. Ich hab hier welche. Weil dann kommen wir zum zweiten Training. Das kann ich am besten berichten, weil ich hab's komplett gesehen. Hallo? Ich hab die letzte Minute gesehen. Kannst du mir mal bitte eine Seite geben, wo das Klassement schon steht? Auf motorsporttotal.com, mein Freund. Motorsport. Ich hab's, aber hab den Link geschickt. Ach, du bist ja auf Total.com den kackformel1.de, ist ein Lappending. Lappending, gut. So wollte ich sein, Lappending. So, da steht schon. Genau. Jawohl, bestens. Drei. Also. Doch, Tobi Scheiß kann's. Werbungen hier, ey. Also, kommen wir jetzt zum Hol die Klassement. Adblocker. Fernando Alonso mit einer 1.14.8.1.8. Ist 48 Runden gefahren, ist glaube ich am meisten auch gefahren, kann das sein? Ja. Ja, so wie noch nie in allen Trainings. Ja. Lewis Hamilton auf der 2. Gleich schnell, sage ich jetzt einfach mal. Romain Grosjean auf der 3, ja. Der hat ja noch die Strafe bekommen aus Monaco mit seiner 10 Positionen drauf. Das dürft ihr gleich im Tippspiel wieder vergessen, diese 10 Positionen. Vierter ist dann Mark Webber, also der erste Red Bull nur auf der 4. Hat zwischenzeitlich geführt. Mal, dann kommt Nico Rosberg auf der 5. Also 2 und 5 bei der Mercedes. Sechster, Felipe Massa. Siebter, Sebastian Vettel. Also die Top
8 in Anführungsstrichen sind auch vorne mit dabei. Adrian Sutil auf der 8, Jensen Button auf der 9, Daniel Ricciardo auf der 10, Scarcato Rosso und Kimi Räikkönen auf der 11. Was hast du mir jetzt schon wieder geschrieben? Gar nichts, okay. Ja. Zum Ablauf. Die Teams gingen gleich von Anfang an richtig... War gar richtig Stoff am Anfang, ja, mit den Medium-Reifen. Mussten ein bisschen ihrem Ablaufplan ja durch den Regen im ersten freien Training umgestalten für den zweiten freien Training. Ja, muss ich ja nicht schon wieder halb in der Folge 7 träumen schon von seinem Computer. Deswegen ist er gerade ein bisschen skill. Ich muss dich ja ausreden lassen. Ich bin ein Gentleman. Ah, ja, genau. Der Guido ist 22, ja. Ja, also viele Runden sind gefahren worden, er ist auf Medium. Es gab ja auch sogenannte Testreifen, also neue Reifen für die Hinterräder. Ich weiß nicht, ob du darüber etwas informiert wurdest. Also jeder Fahrer hat zwei Sätze bekommen, nicht zum Austesten, weil die Reifen gehen ja ab Silverstone, falls ich mich jetzt nicht irre. Sind sie mehrere Runden gefahren und ja. Gib den einfach Bridgestone und dann läuft es wieder. Also Bridgestone und Hancock haben schon gesagt, nee, wir machen keine Reifen für 2014. Dann gibt's noch Michelin, wahrscheinlich auch nicht. Es wird bei Pirelli bleiben. Ich könnte jetzt zu den Einzelheiten gehen, was an den Hinterrädern anders sind jetzt gewesen bei diesen neuen Dingern da, aber... Ich möchte nicht in die Details gehen, weil das wird dann irgendwann zu kompliziert, dann kommen wir auf viel zu viele Fragen. Ja, wir haben viele Verbremser gesehen. Viele Verbremser. Also, wir haben Verbremser zweite Kurve, letzte Kurve in der Wall of Champions. Ist keiner gelandet, komischerweise. Mach kurz also, weg, ja, also mach du kurz alleine bitte weiter. Ja, natürlich nicht. Master viele Verbremser, Hamilton viele Verbremser, also jeder Fahrer hat sich im zweiten Training verbremst. Da gibt's keine Ausnahme. Keine Ausnahme. Mark Webber hat einmal so ziemlich am Ende die weiße Linie überfahren, sollte aber kein Problem sein, denn er hat einen Unfall vermieden, also wenn da wirklich was von der FIA kommt, dann kriegen so einen doppelten Vogel von mir. Was ist noch passiert? Viele Verbremser habe ich erwähnt. Kein Mauerkontakt. Also, kein Mauerkontakt, das ist ein bisschen übertrieben. Kein Mauerkontakt, der zum ultimativen Crash, zum Abbruch des Trainings. Weil dann hätten, glaube ich, noch mehrere Teams Probleme bekommen. Was man gemerkt hat, die Medium-Reifen brauchen einfach länger, besonders die Vorderräder, um auf Temperatur zu kommen. Das heißt, wir werden, wenn es trocken bleibt, im Qualifying viel Verkehr auf der Strecke sind, auf dieser schönen, kurzen Strecke, ja. Da kommt wieder das schöne Thema Verkehr. Aber da ich ja davon ausgehe, dass es regnen wird, wird das wahrscheinlich noch ein größeres Thema sein. Da kommen die Regenreifen zum Einsatz und die Intermedias und was weiß ich nicht alles. Ja. Und das wird dann ganz schön werden. Mojan ist außerdem wieder da, man hört dich im Hintergrund. Ja. What? Das war jetzt so das zweite freie Training. Marussia hat insgesamt, ich glaube, 28 neue Teile an einem Auto getestet. Das habe ich mir irgendwie gemerkt. Frage mich auch, wie ein kleines Team 98 Updates da testen kann. So 28 kleine Teile, hallo? Ja. Marussia halt, die Russen. Marussia halt, ja. Marussia Cosmos heißen die in Wirklichkeit, ne? Du darfst den Motorenlieferanten jetzt... Die können wir mal... ...vergessen. Ja. Jetzt kommen wir zum geliebten Tippspiel, was ihr... Oh nein! Erstmal kommt die Wettervorhersage für den Samstag für den Montreal. So. Da macht die Wettervorhersage... Regenrisiko 47%. 10 bis 16 Grad. Das kann nichts werden. Am Samstag in Montreal. Das spricht ja wieder für Mercedes. Und am Sonntag haben wir... Oh, 3,5 Sonnenstunden. Oh, das kann auf dem Regen... das kann auf ein sonniges Rennen werden, weil es gibt morgen keine Sonnenstunden und es gab heute keine Sonnenstunden. So. Und wir haben ja auch... Wer soll jetzt hier anfangen mit dem sogenannten Lieblingsinstrument von Murchen? Kack, mit dem Tippspiel. So, ich muss ja wieder die Führung hier erobern im Qualifying, ja? App Review, mach bitte weiter und ärgere ihn. Bitte. Dann mach. So.
Also, möchtest du anfangen diesmal oder soll ich wieder? Ach so, ich muss wieder anfangen, ja. Immer auf die kleinen Dicken, danke. So. Also. Muss ja aufholen. Also, ich sage, ganz schwer zu tippen. Platz 1, war Thierry Botta. Bottas, okay. Bottas macht einen guten Job, muss man ja sagen, ja, im Williams. Das Auto ist schwer zu fahren. Er hat noch keinen Ausfall im Gegensatz zu Maldonado gehabt, ja. Drei hat Maldonado schon in der Zeit. Nur mal so als Randnotiz. So, du darfst. Erster, Scheißpick. Ey, schreibe ich da wirklich Scheißpick hin, ey. Spaß. Also, ich weiß nicht, ob, was sagst du, siehst du die Lotus vorne? So unter den Top 3 vielleicht ein Lotus? Da wird sie nicht sein. Genau. Siehst du, sag ich doch. Ja, weil ich, wo ist eigentlich Kimi Räikkönen? Ach da, Elfter. Elfter. Ja, Grosjean, die muss ja Zeiten hier fahren, ihr muss ja einen scheiß Laptop kackieren. Also die Zeiten, die ersten 13 innerhalb von einer Sekunde. Ja, boah, die Reste 1,037, ja, ich weiß, das ist auf 100 Stelle ist mir das egal, ey, also. Okay, auf jeden Fall. Alter, so viele. Okay, das kann auf jeden Fall sehr spannend werden. Also ich schätze mal, Mercedes wird wieder, glaube ich, vorne stehen. Und zwar wird es Hamilton sein. Hamilton. Ich schreibe schon mit, ich schreibe für mich selber mit. Aber ich weiß nicht, ob die im Rennen so stark sein werden. Also haben wir ja auch ein paar Reihen gesehen. Sind auch gut vorne vom. Ich meine, sind ein paar Reihen auch von der Pole gestartet, oder? Ja. Okay, und. Der Rosberg hat das 3 Pole Position gehabt. Und man sieht, was im Rennen passiert. Die können einfach halt die Pace mit den anderen nicht mithalten. So, zweiter. Weiß nicht, was die Wette abliefert. Also, so gut ist der ja auch nicht unterwegs. Oder hat der nur irgendwelche Reifentests nur gemacht, oder? Hast du überhaupt mal schnell gefahren? Er war zwar zwischenzeitlich auch Erster. Oh. Also Alonso, Hamilton, Grosjean, also alle sind die Zeiten am Ende gefahren. Da waren wohl die Streckenverhältnisse etwas besser. Genau. So, Alonso auf die 2. Dritter kommt denn erst. Das ist immer so doof, das Tippspiel. Meistens immer vertauscht, denn dann regt sie wieder auf. Warum ist der nicht zweiter geworden? So. Ist immer so komisch. Kennen wir ja, oder? Ja. So. Dritter ist jetzt Wette bei mir. Vierter. Rosberg. Ja. Fünfter. Hast du dein Standardmikrofon eigentlich gerade oder ein komplett anderes? Ich hab mein normales, das klingt dir über einen Laptop. Das klingt komplett anders, weil ich höre manchmal Hintergrundgeräusche. Ja, das ist ein Kackding. Gut. Weiter. Fünf. So, ja, tut mir leid für die Hintergrundgeräusche. Fünfter ist, kann man da machen? Räikkönen. Ja. Wir können 6 da. Wir tippen auf die 6. Ich habe Rosberg, Hamilton. Weber oder Massa? Oder Grosjean sogar. Weber Massa? Weber Massa. In dem Menü und raus bist du, okay. Nicht Spaß. Ich erwähne nochmal, ihr dürft die Grosjean-Strafe nicht dazu zählen. Welche Grosjean-Strafe? Die er noch in Monaco nachträglich bekommen hat, die 10 Startplätze. Nicht mittippen. Also dann sehen wir in den Tipps keinen Grosjean, okay. War doch! Meistens musst du, eigentlich musst, auch immer so. Musst du ja sehen, du musst einen Grosjean sehen. Sag mal, ich tippe jetzt. Wenn jetzt Grosjean im Qualified Erster wird, dann muss er im Tippspiel bei uns auf den Platz 1 gehen. Auch wenn er von 11 startet, das ist egal. Strafen wir nicht mit einem berechnet. Und nicht immer rumheulen, Freunde. So sind die Regeln. So, sechster Massa? Es gibt ein Tutorial, Massa. Siebter Weber. Achter kommt erst meiner Meinung nach der Grosso. Oh, ich sehe das Bild gar nicht mehr bei mir. Ja. Neunter haben wir... Wir haben den auf Platz 9. Die Rester hatte, okay, das war im Regen, da kann jeder mal irgendwie vorne sein. Neunter ist in der Sutil. Und 10.
Last but not least, Jensen Button. Okay. Interessanter Tipp. Also auf jeden Fall, die Mercedes-Fahrer werden auf jeden Fall wieder in Top 5, vielleicht sogar Top 3 in Qualifying sein. Aber am Rennen tippe ich kein Mercedes zum Sieg. Nee. Gut, aber da sind wir noch gar nicht. Wir sind beim Qualifying. Für alle morgen das Qualifying, Qualifying-Analyse kommt denn morgen erst so in 22 bis 23 Uhr. Ja, und ich brauche hier nicht, wir brauchen hier nicht kommen, wann macht denn man die Analyse zum Qualifying? Es ist ja, Qualifying läuft gerade, also wir können da perfekt, also noch 30 Sekunden, alles ist noch offen, und wir können eine Analyse machen, ist ja wunderbar, ja. Ist klar. Eine Live-Analyse. Also immer vorher erstmal nachdenken, bevor man was schreibt, also ganz einfach. So. Was mir noch wundert, Nico Hülkenberg, der ist ja nicht mal so gut. Diese Saison. Ich dachte, der fällt mal ein bisschen so in den so Ende Top 10 mal mit, aber da ist nichts. Oder? Ja. Denkst du, der entwickelt sich noch? Wer? Hülkenberg. Wenn er sich das Auto entwickelt, ja. Also so ist er sauber eher so auf den hinteren Plätzen so. Ja, 14, genau. 13. Top 10 ist schwer zu erreichen für die. Genau. So, dein Tipp bitte. Mein Tipp, den schreibe ich gerade schon halb auf. Schreib davor bitte noch, ich schreibe noch vor meinem, schreibe ich ein T. Und vor deinem schreibst du ein D. Aber wo hast du jetzt deinen Tipp schon geschrieben? Okay, alles klar. Immer einen Schritt nachdenken. Soll ich? Du kannst ruhig. Bin sehr gespannt. Auf der 1 Sebastian Vettel. Wo bin ich denn nicht Sebastian Vettel? Dritter, okay. Ja? Auf der 2 Hamilton. 2 Hamilton. Hallo? Was? Dritter? Rosberg. Du schreibst schon mit bei dir. Ja. Perfekt. Dritter am Rosberg. Vierter Alonso. Vierter Alonso. Jetzt kommen wir zu Platz 5. Weber. Der Mark. Die eingeschnappte Leberwurst. Nummer 6. Sutil. What? Sutil auf die 6, okay. Riskant. Der Amerikaner muss man wirklich nachgucken, weil Kanada, wo ist Sutil mitgefahren? 2011 ist er mitgefahren. Ich glaube ganz kurz, wie er an Kanada da abgeschnitten hat. Adrian Sutil, Klassifikation. Da hat der Button gewonnen nach 4 Stunden. Boah, Petrov ist da 5. geworden, meine Fresse. Ach, Sutil ist da ausgeschieden, okay. Gehen wir mal ein paar Jahre zurück. 2010. Kann ich weitermachen? Jetzt bei Platz? Na klar, du kannst ruhig weitermachen. Bei 6 waren wir bei Sutil, weil das war für dich außergewöhnlich. Siebter Räikkönen? Finde ich ein bisschen, ne? Räikkönen, denkst du so weit hinten? Achter die Wester? Warte. Also Sutil ist in Kanada 2010 10. geworden. Schön. Achter die Wester. 9. Perez. Perez. Und die Nummer 10? Hülkenberg. Der Hülki, der Hülkenberg. Na da hat der Hülkenberg. Das reißt, wenn du ein D dahin schreibst. Oh, du schreibst halt immer ein Groß und korrekt richtig. Richtige Rechtschreibung, mein Fresse, erstaunlich, ja. 1 plus, mein Herr. Danke. Da werden jetzt einige zwei Namen vermissen, Massa und Grosjean. Die werden sich beide abschießen, das ist nämlich ein kompletter Regentipp. Regentipp, sagst du? Wenn es genau zu dem Zeitpunkt regnet, wo das Qualifying ist, dann tippe ich sogar einen
Vielleicht, also ich weiß nicht, ob es so doll regnet, aber vielleicht könnte man dann wirklich mal einen Fahrer so aus dem Mittelfeld einen Top 5 mal so tippen. Zum Beispiel die Rester oder so, sowas. Man muss ja auch mal was riskieren hier, ey. Das ist ja langweilig. Habe ich ja auch gemacht, ja? Bahrain, erster Vierter. Also ihr Lappen. Hier, keine Ecke. Hat keiner von euch getippt. Außer Tobi. Wenn es nicht regnet, dann geben wir auf jeden Fall 2 Punkte flöten, nämlich mit Massa und Grosjean. Wenn es regnet, ist die Wahrscheinlichkeit trotzdem groß. Weil ich schieße trotzdem weiter ab, ja. Also Massa war schon dicht dran heute. Nein, auf jeden Fall wird es im Qualifying, schätze ich mal, zu einer Unterbrechung kommen. Weil einer so fett in die World Champions reinkracht, dass da keiner mehr vorbeifahren kann. Bin gespannt, ob die ihre Bremsprobleme hinbekommen, also diese Verbremser, ob die alle in den Griff bekommen, also... Auf jeden Fall wird am Sonntag kein 4-Stunden-Rennen geben, ich hab's noch in Erinnerung. Da hatte ich meine feste Zahnspange drinne, glaube ich. Ah nee, Spaß. Nee, ganz anders, da hatte ich sowas im Mund drinne, war für die Zahnspange so gedacht. Dann war irgendwas kaputt, muss ich extra zum Arzt fahren und ich komme nach Hause, wow, Rennen läuft immer noch, wow. Ja. Unterbrechung, also perfekt ausgenutzt die Zeit und ich konnte das Rennen weitergucken, das war schon mal... Ja. Hast du Glück gehabt. Ja, das war schön. Da habe ich nämlich bei F1 2010, bin ich dann mit Sebastian Vettel, auch regulär das Rennen gefahren, also die 70 Runden 100%. Ich habe bei 163 aufgegeben, ja. Bin die Wand gefahren. So! Hat Spaß gemacht. Das war jetzt die Analyse zum Training. Alle Spulen sind so nach hinten. Wo kommt das Spiel? Schreibt es in die Kommentare. Nee. Schön zuhören, Freunde. Wir machen das dann nicht extra. Ja, da können wir gleich hinschreiben. Ein 2-Sekunden-Video-Tipp. 1., 2., 3., 4., 5. und zu Ende. Also, wir wollen ja auch was. Noch so ein kleiner, was? So ein kleines Videotipp von mir. Wer mal was wissen möchte über das internationale, wie hieß das nochmal? Ich hab das schon wieder vergessen. Wie heißt das, was ist höher, der FIA? International? Was mit 4? Ich guck mal gerade kurz. Hier, die FIA hat ja hier den Fall mit Mercedes auf das internationale Tribunal, kurz IT. IT. Oder IT. Weitergeleitet. Ja. Wer mal gerne wissen möchte, was ist das überhaupt, dieses internationale Tribunal, der muss bei mir im Let's Play Folge 162, das ist das Alien Training Qualifying gucken. Da erkläre ich es ausführlich, kann man quasi sagen, in der Boxengasse, im Qualifying. Also, wer da mal noch welche Minute? Ja, so ziemlich am Ende. Also, wer da was wissen möchte, was das ist, woraus sich das zusammensetzt, einfach vorbeischauen. Ich habe mir die Mühe gemacht. Das Video kommt doch erst, wartet, lass mich raten, am Sonntag. Das ist der 9. Am 9. kommt es, also am Sonntag, ja. Sag doch, ich bin der King. Aber da das Thema ja noch aktuell ist, habe ich jetzt einfach mal drauf hingewiesen. Weil ich gehe da 8 Minuten in der Boxengasse und ich muss mir was überlegen. Ach, warum den Part beenden? Scheiße, wir labern erstmal Kopfhörle her. Nee, das Problem war, es hat geregnet und wenn ich vorsimulieren will, dann geht die Zeit ja schneller. Und da habe ich mir gedacht, ich muss 8 Minuten irgendwie überbrücken. Ach, nimmst du dein iPhone, gehst du ins Internet und guckst dir mein Thema aus. Dann habe ich mir das einfach ausgesucht. Also, schön vorbei. MS einen neuen PC, das kann man ja alles heute, alles zum Tag, alles wunderbar, alles machen. Also, das ist ja eigentlich ein Traum. Ein Traum in Gold. Bist du, dein kriegst du Sonntag. Und damit verabschieden wir uns auch schon mal hier von der Analyse vom Training. Wir sehen uns dann morgen Abend oder Sonntagmorgen, kommt drauf an. Ich glaube so 19 Uhr, ich glaube so ungefähr 18 Uhr, was weiß ich, 18 bis 19 Uhr, da beginnt das dritte freie Training und danach und dann kommt das Qualifying. Direkt zur Armbrot. Also spät wie heute oder? Ich kann nicht überhaupt morgens gucken, ich bin da weg. Fuck. Ja, gucken. Dann mache ich es alleine. Na, auf jeden Fall werde ich am Abend wieder da sein, bis das Qualifying zu Ende ist, glaube ich. Ich werde es wahrscheinlich gucken, da, und dann werden wir sehen. Naja, werden wir ja sehen. Damit verabschieden wir uns und sagen einfach mal bis morgen. Tschüss.